Herzlich willkommen zu den Linux-Wochen. Nachmittagssession, wir hatten schon einen kurzen Rant nach der Mittagspause, weil uns ein Vortrag ausgefallen ist, deswegen ist das der erste Vortrag nach der Mittagspause. Ich freue mich, einen regelmäßigen Gast bei den Linux-Wochen Wien, Eisenstadt und sonst wo anzukündigen, den René Pfeiffer. Und er wird uns etwas dazu erzählen, was ich für ausgesprochen wichtig halte. Ich habe auch meinen eigenen Mail-Server seit ewigen Zeiten laufen. Sollte eigentlich jeder in dem Feld Arbeitende haben. Bitte. Gut, danke. Ja, ich verwende E-Mail schon sehr lang, seit 92 und seit 97 mit eigenen Servern. Und ich möchte jetzt einfach mal, weil ich auch schon Veranstaltungen gesehen habe, die sagen, na, Infrastruktur selbst hosten, möchte ich gerne ein paar Hintergründe zur E-Mail zum Besten geben. Ja. Und das Ganze fängt dann mal an bei der E-Mail-Korrespondenz. Also ich möchte dann mal erklären, was ist eigentlich E-Mail, woher kommt, wie funktioniert das und wie kann man das selbst bewerkstelligen. Ja. Also E-Mail-Korrespondenz. Was viele vergessen, ist, dass E-Mail eigentlich 1:1 ein Brief ist, nur elektronisch. Man hat sich bei der E-Mail-Technologie sehr angelehnt an das Postsystem, das heißt, da gibt es sehr viele Parallelen. Und kurze Geschichte, dass man weiß, wie lange gibt es das eigentlich schon? Eigentlich hat man damit angefangen in den 60er Jahren, Nachrichten digital von A nach B zu transportieren, das war halt dann noch MIT beschränkt, ja. ARPANET, Vorläufer des Internet, hat sich dann schon Gedanken gemacht, wie kann ich E-Mails digital transportieren. Das Unix-Mail-Programm, was immer noch in neuerer Form auf den Linux-Systemen ist, ist von 71. Ja. Und E-Mail war damals noch teilweise lokal, teilweise zwischen einzelnen Hosts. Das hat sich mit Unix-to-Unix-Copy geändert. Dann konnte man E-Mails zwischen Systemen transferieren. Das gibt es seit 78. Und es gab damals eine Reihe von verschiedenen Transportsystemen für E-Mail. Ja. Also ob die E-Mail jetzt über UUCP geht, über BerkNet, Berkeley Network, Campus Netzwerk oder wie auch immer. Ja. Da gab es da einige verschiedene Standards. Das hat sich 92 geändert. Da hat man das Simple Mail Transfer Protokoll standardisiert über RFC, um ein Protokoll zu haben, mit dem man dann E-Mails transferieren kann. An diesem Protokoll hat sich in Folgejahren etwas geändert. Man hat das dann erweitert um bestimmte Fähigkeiten, zu denen ich dann später noch kommen will. Aber das ist mal nur der Transport von E-Mail. Ich will ja auch irgendwann mal wiederholen und lesen. Ja? Und dafür gibt es andere Protokolle. Was viele vielleicht kennen, ist das Post Office Protokoll. Es hat den Ursprung in den 80ern. Ja? Das Internet Message Access Protokoll IMAP wurde ursprünglich von Xerox entwickelt, wie so vieles andere auch. IMAP V1 ist undokumentiert, da gibt es keine Aufzeichnungen mehr, das heißt gewollt oder ungewollt. Und IMAP V2, V3 wurde dann standardisiert per RFC und mittlerweile ist es eigentlich in der Version V4 von der Internet Engineering Task Force in Verwendung. Gut, das ist mal Transportgeschichte. Ja, primär haben wir es jetzt nur mehr mit SMTP, ESMTP und IMAP zu tun. Und die E-Mail selbst, ja, habe schon gesagt, 1:1 E-Mail-Verkehr, Brief, ja. Die Entsprechung hat ein paar sprachliche Ungenauigkeiten, weil erstens, das ist klar, ich habe den Umschlag, da steckt die E-Mail drin, ja. Das ist mein Umschlag, da ist ein Empfänger und Sender drauf. Und in dem Umschlag ist der eigentliche Brief, der hat wiederum einen Empfänger und Sender und die müssen nicht notwendigerweise gleich sein. Ja? Das ist beim Brief auch so. Dann gibt es den Briefkasten in zweierlei Form. Ja? Man hat einen eingehenden und ausgehenden Server. Das führt zu großen Verwechslungen, weil die Leute nicht wissen, dass das ein verschiedener Server sein kann. Ja? Um an die Diskussion anzuschließen von eben, bestimmte Software macht den Leuten halt weiß, ja, das muss einer derselbe Server sein. Nein, muss es nicht. Ja?
Und meine Briefe werden digital im Postfach in der Mailbox aufgehoben und zu der habe ich dann hoffentlich Zugriff. Wichtig zu wissen, SMTP ist ein Store and Forward Protokoll. Das heißt, die E-Mail wird mal gespeichert, dann wird sie transportiert und wenn die andere Seite bestätigt, ja, ich habe sie, wird sie gelöscht. Das heißt, es werden ständig Kopien von den E-Mails angelegt, bevor sie zum Empfänger kommen. Und ursprünglich war die E-Mail komplett textbasiert, mittlerweile ist sie voller Farben, Bilder, PDFs, Trojaner und allem, was man so findet. Ja. Das sind dann immer Anhänge, ja. Das ursprüngliche Format war textbasiert und viele bestehen noch darauf. Der Server hat jetzt beliebig viele Komponenten, weil die ganzen Protokolle werden von einzelnen Tools abgebildet. Ja. Und ich kann, wenn ich das Ding jetzt selbst implementieren will oder installieren will, mir alles Mögliche aussuchen. Auf was ich achten muss, nachdem E-Mail Store and Forward ist, ist das Hauptproblem von E-Mail-Servern die Einausgabe. Ja? Sei es jetzt Netzwerk, Disk oder Speicher. Wenn man sehr viele E-Mails hat, dann will man die wahrscheinlich auch indizieren oder man muss sie auch temporär mal speichern für das Verschicken oder Bearbeiten. Ja? Das heißt, das ist die Hauptanforderung an einen Server. Mittlerweile kommt noch dazu Filtern, also sprich CPU, weil ich muss Archive öffnen, Anhänge prüfen, PDFs lesen und schauen, ist da auch nichts drin, was da nicht reingehört. Ja? Aber Hauptanforderung ist eigentlich Storage. Und warum will ich das jetzt selbst betreiben? Erstens, E-Mail ist so ziemlich das letzte herstellerunabhängige Nachrichtenformat, wo es beliebige Komponenten gibt. Das ist bei anderen Applikationen nicht mehr der Fall. Ja. E-Mail gilt als Geschäftskorrespondenz, SMS nicht. Das heißt, für Firmen ist es interessant, dass die E-Mails vielleicht aufgehoben werden. Das dritte ist, wenn ich E-Mails aus der Hand gebe, lesen Dritte mit. Ob die Dritte jetzt Menschen oder Computersysteme sind, ist mal dahingestellt, aber irgendwer schaut sich die E-Mails an. Ja? Für alle, die Gmail verwenden, Gmail liest Mails und scannt nach bestimmten profilrelevanten Informationen. Ja? Das heißt, Gmail entdeckt Rechnungen und schaut, was hat man gekauft. Das ist auch dokumentiert, das ist, macht Gmail. Ja? Wenn man das nicht will, muss man das halt anders machen. Der Leserzugriff ist teilweise bei Dritten nicht protokolliert, im Sinne von, ich habe keinen Zugriff drauf. Das heißt, wer außer mir meine E-Mails liest, weiß ich eigentlich nicht. Und vielleicht möchte ich das nicht. Es gibt immer das Argument, ja, es gibt doch Safe Harbor und Privacy Shield. Das ist eine freiwillige Abmachung zwischen verschiedenen Firmen mit beliebiger Bedeutung. Kann man davon halten, was man will. Manchmal muss ich auch Verträge einhalten. Zum Beispiel, wir haben Projekte, andere Firmen haben Projekte, wo es heißt, na, die E-Mail, also die Information, Entschuldigung, darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Wird es aber. Also wie kann ich meine Verträge einhalten? Gar nicht. Ich möchte vielleicht meine Kunden schützen, weil ich vielleicht meinen Kunden Dinge mitteilen möchte, die Dritte nicht lesen sollen. Das ist ein anderes Problem. Und dann gibt es halt immer noch das Argument, ich habe nichts zu verbergen. Wenn das Ihr Sysadmin sagt, lassen Sie in die Topfpflanzen im Büro gießen und geben Sie keine Passworte mehr. Also es gibt genug Gründe, ob man es jetzt machen möchte, sei dahingestellt. So, wie funktioniert jetzt elektrischer Briefverkehr? Also wie kommt jetzt die Mail von A nach B? Und das ist halt viel mehr als SMTP. Ja? Also sprich, ich habe da mal einen Komponenten und wenn Sie mit Sysadmins aus dem E-Mail-Bereich reden, verwenden die natürlich wie alle anderen sehr viele Akronyme. Ja? Sie haben mal den Mail-User-Agent, das ist das Ding, mit dem Sie E-Mails lesen und schreiben. Dann gibt es den Mail-Transport-Agent, das ist das Ding, was Ihre E-Mail dann von A nach B bringt. Das ist im Prinzip meistens ein E-Mail-Server. Und diese E-Mail-Server kommen in zwei Varianten. Der, der die Mails rausbringt und der, der sie in Empfang nimmt. Ja, das kann ein und dieselbe Maschine sein, das können zwei Maschinen sein, das können 100 Maschinen sein. Das hängt ganz davon ab, wie viele Mails sie kriegen wollen. Ja. Dann gibt es noch den Begriff des Relays. Ein Relay ist ein MTA, der E-Mails von einem Mail-User-Agent entgegennimmt und diesen noch als solchen akzeptiert. Ja.
Früher war das im Internet gängig, dass jeder Mail-Server für jeden anderen Mails empfangen hat, weil es so wenig gab. Mittlerweile will man das nicht mehr, wegen den Werbemails. Dann gibt es den sogenannten LDA, den Local Delivery Agent. Der legt die E-Mails, die dann reingehen, in die Mailbox. Der weiß, wo die Mailbox ist und legt die dann da rein. Dann gibt es noch zwei große Entschuldigung, Begriffe, sogenannte Unsolicited Bulk E-Mail, also nicht autorisierte, beliebig versendete Massen-E-Mail oder Unsolicited Commercial E-Mail, UBE, UCE, das ist bekannt als Spam. Ja? Und Spam gibt es halt in mehreren Varianten, also entweder will jemand das verkaufen oder jemand möchte einfach nur irgendwas weiterleiten. Aber diese Kürzel findet man relativ oft. So, was passiert jetzt, wenn ein Brief angenommen wird digital? Also erstens, der Absender wird mal authentisiert, im Sinne von, gibt es den überhaupt? Das ist ein eigenes Problem. Man kann meistens nur prüfen, gibt es die Domain, mehr kann man nicht machen. Dann wird der Brief angenommen und auf den Inhalt geprüft, im Sinne von, darf das, was in der Mail drinsteht, Anhang, ZIP-File, Virus rein oder nicht? Ja? So, dann wird der MTA, der die Mail angenommen hat, das ist eine Erkältung. Dann wird im Domain Name System, im DNS, gesucht, okay, wer ist jetzt zuständig für die E-Mails dieser Domain? Ja? Das heißt, Sie haben hier in dem Bereich SMTP, jetzt haben Sie plötzlich DNS, weil da steht drin, wo gehört die Mail hin. Ja? Wenn dann ein zuständiger Mail-Server gefunden wurde, wird der Brief übergeben. Der neue Mail-Server prüft auch wieder Absender und Empfänger, Inhalt und wie auch immer, ja, oder auch nicht. Und dann nimmt es entgegen, leitet es weiter, bis irgendwann in die Nähe des Postfachs kommt. Dann wird halt gesucht, wo ist denn das Postfach des Empfängers? Ja? Und dann wird es ins Postfach gespeichert. Und dort liegt es dann drin und wenn der MUA kommt, dann wird der Empfänger authentisiert wieder. Darf der das lesen? Login, Passwort. Und dann gibt der Brief übergeben. Ja, das heißt, das ist so eine ganze Kette von Dingen und bei jedem Schritt sind andere Komponenten involviert. Ja. Und jetzt wissen wir wollen ja verschlüsseln und das muss ja irgendwie gesichert sein. Wenn Sie jetzt schauen, grün ist, bei diesem Schritt wurde Verschlüsselung eingesetzt und rot wurde nicht eingesetzt. Bei allen diesen Schritten kann es eine Verschlüsselung geben, muss es aber nicht. Früher war das relativ viel im Klartext, ja, und der DNS ist leider noch im Klartext. DNSSEC ist ein Vorstoß, Auskunft aus dem DNS kryptografisch signiert zu erhalten. Das ist noch nicht sehr verbreitet, ja. Aber Sie haben bei all diesen Schritten entweder eine Verschlüsselung oder nicht. Meistens haben Sie es hier am Ende, wenn Sie E-Mails lesen mit Ihrem Mail-Client. Zwischendurch nicht immer, ja, weil nicht jeder Mail-Server unterstützt Verschlüsselung, weil da kommen wir dann noch dazu. Aber das kann man sich so vorstellen. Das heißt, das Problem ist, wenn Sie jetzt sagen, na, ich mache jetzt meinen eigenen Mail-Server, dann habe ich definitiv keine Lücken drin. Das funktioniert so nicht, weil Sie müssen mit dem Rest der Welt reden und der macht das vielleicht anders. Wenn der Absender authentisiert wird, gibt es dann Bedingungen zu beachten. Üblicherweise wird SMTP auf Port 25 gesprochen, aber eigentlich ist das nur für die Server-Server-Kommunikation. Ja? Das hat man früher nicht so eng gesehen, mittlerweile wird das etwas strikter gehandhabt. Und der Port 25 ist zum Beispiel meistens auch an öffentlichen WLAN-Hotspots geblockt, ja? Weil in der Regel kein E-Mail-Server Kaffee trinkt. Ja? Für Clients, also Mail-User-Agents, hat man einen anderen Port gewählt, damit die ihre E-Mails loswerden können und der ist meistens mit einem Login oder einer Authentisierung verknüpft. Ja? Sprich, die Clients müssen sich, bevor sie eine E-Mail absenden können, mal deklarieren. Und ich habe jetzt absichtlich Autorisierung und Authentisierung gemischt, weil das kann jetzt auf verschiedene Art und Weisen gehen, weil entweder ich habe ein Login-Passwort, der Client hat vielleicht ein Zertifikat, was der Server akzeptiert oder der Server sagt, naja, wenn es von der Adresse kommt, wird es wohl stimmen. Ja? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber das muss man sich halt im Hinterkopf behalten, wenn ich MUAs haben will, die auch E-Mails versenden. Ja?
Der Klassiker ist, das ist einfach das Internetnetzwerk und das darf halt und von außen muss man sich einloggen. Aber das muss man sich überlegen. So, wie ist jetzt die Beziehung zum DNS? Wo schaut man nach, wohin die Mail gehört? Und zwar, da gibt es den sogenannten Mail Exchange Record, MX. Ja? Und für jede Domain sollte der hoffentlich definiert sein. Da stehen dann die Liste der Mail-Server drin. Ich kann da mehrere eintragen, ich kann einen eintragen, wie ich will. Es gibt dann verschiedene Prioritäten. Und im MX Record sind immer nur Namen zu finden. Wenn eine IP-Adresse steht, ist das schon mal irgendwie falsch. Ja? Und es gibt dann noch eine Policy, die ist auch verschieden gehandhabt, aber es sollte so sein, dass ein MX-Server immer im DNS auflösbar sein soll mit Namen. Und da streiten sich die Geister, es sollte sein, Name auf IP-Adresse muss übereinstimmen mit IP-Adresse auf Name. Also Reverse und Forward Records sollten gleich sein. Ja? Das wird nicht von allen eingehalten und man kann danach auch filtern. Und wenn man sich ein bisschen Probleme ersparen will, ist man da ein bisschen tolerant, aber so sollte es eigentlich sein. Ich habe eben gesagt, der Sender muss sich irgendwie authentisieren. Wie kann ich jetzt einem empfangenen Mail-Server einen Hinweis geben, ob die Mail überhaupt korrekt versendet wurde? Da gibt es mehrere Ansätze. Was relativ leicht zu implementieren ist, ist das sogenannte Sender Policy Framework, SPF. Das Konzept gibt es eigentlich schon ziemlich lange. Es ist erst relativ spät als RFC formuliert worden. Aber die Idee ist, ich gebe als Domaininhaber legitime Quellen für E-Mails an. Ich sage zum Beispiel in einem DNS Text Record, pass auf, meine E-Mails kommen von diesen drei Servern und sonst nirgendwo her. Ja? Oder ich sage zum Beispiel, meine E-Mails kommen von meinen MX-Servern und wenn sie nicht daherkommen, dann weiß ich es halt nicht. Vielleicht sind sie korrekt, vielleicht nicht. Ja? Das hängt jetzt von meiner E-Mail-Infrastruktur ab. In der Regel ist es halt empfohlen zu sagen, man sagt, wo die Mails herkommen dürfen und lässt wirklich keine weiteren Quellen zu, dann hat der empfangene Mailserver eine Chance festzustellen, das ist definitiv eine Fälschung, das ist definitiv etwas, was nicht sein darf und kann dann, wenn ich das auf Fail setze, die Mail gleich ablehnen. Ja? Aber das muss ich mir überlegen und im DNS Text Record publizieren. Sprich, möglichst streng setzen, nicht sagen, naja, das kann sein, muss nicht, das bringt halt nichts. Ja? Und das ist nicht das einzige Framework, wo man das definieren kann. Es gibt auch noch die Sender-ID, die da einige Konzepte teilt, aber SPF ist sehr leicht umzusetzen, weil sie einfach nur ein DNS-Text-Record richtig formulieren müssen. Und dann funktioniert das. Wie schaut das aus? Ich habe hier mal ein paar SPF-Records von sehr bekannten drei Buchstabenorganisationen rausgesucht. Hier sieht man zum Beispiel pro Zeile ein SPF-Record. Wenn da hinten ein Minus steht, heißt das, das sind definitiv die Quellen. Und wenn hier hinten eine Tilde steht, heißt das, naja, weiß nicht. Ja. Sollten diese Quellen sein, wenn nicht, sind es halt nicht. Oder auch doch. Ja. Das heißt, hier einige haben hier relativ strikte Policies gesetzt, zum Beispiel der da, der hat nur eine einzige IP-Adresse gesetzt und sonst sagt er, das kann nicht sein. Ja? Hier gibt es zum Beispiel sogar Includes, also sprich, man kann SPF-Policies verketten. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, meine Policy entspricht der und wenn da keine Entsprechung da ist, dann weiß ich es halt nicht. Ja? Die ist sehr wahrscheinlich weit gefasst, das müsste man dann nachschauen. Wenn man zum Beispiel Outsourcing betreibt zu Office 365, muss man SPF setzen, ja? Und man übernimmt dann einfach die Policy von Microsoft in dem Fall. Ja? Aber wie man das gestaltet, ist einem überlassen, je strikter, desto besser. Ja? So wird es publiziert. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ich kann zum Beispiel auch Mails an meinen MTA signieren. Und dann weiß halt jemand, aha, das ist wirklich durch den MTA gewandert. Dafür gibt es sogenannte Domain Keys Identified Mail, DKIM. Das ist eine Mischung aus einem Konzept von Yahoo und Cisco. Die hatten es unabhängig voneinander entwickelt. Und DKIM ist so das Beste aus beiden Welten. Das signiert und verifiziert E-Mails, allerdings nur den Inhalt. Also nur das, was im Umschlag steckt und nicht den Umschlag. Ja?
Damit kann ich zum Beispiel prüfen, hat diese Mail als Ursprung einen bestimmten Mail-Server? Und die Schlüssel dürfen halt sehr weit gefasst sein, das ist auch ein Kritikpunkt, das ist ein bisschen knapp, 512 Bit. Und die werden im DNS publiziert. Und das Problem ist, ich kann das relativ leicht implementieren, ich brauche dann halt Proxys, die als Filter agieren und dann alles signieren, was durch meine MTAs geht. Aber ich muss dann wieder die Schlüssel publizieren, zumindest die Zertifikate, und dann muss ich auch eine PKI einführen und dann wieder tauschen. Ist ein bisschen ein Aufwand. Und die Idee ist halt, dass man damit Missbrauch verhindert. Das Problem ist halt nur, wenn ich jemanden authentisiere, heißt es noch lange nicht, dass der Missbrauch verschwunden ist. Zum Beispiel, Sie kennen das, es gibt relativ viele Spams von Freemailern, gibt es diverseste, ja, oder auch selbst von Google-Accounts, dann kriegen Sie halt signierte Spam. Ja. Also, das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ja. Zur Verschlüsselung habe ich schon ein paar Sachen gesagt. Ja. Und zwar, ursprünglich waren die Protokolle alle Klartext, inklusive POP3, IMAP, egal was. Ja. Man hat dann irgendwann gedacht, naja, es wäre schön, wenn die dann doch noch verschlüsseln könnten. Um die Protokolle nicht komplett ablösen zu müssen, hat man gesagt, okay, wir starten mal unverschlüsselt und schalten dann auf Verschlüsselung um. Das ist die Start-TLS-Methode, das heißt Server und Client oder Client und oder Server und Server, reden mal miteinander, beschließen, okay, wir können ja verschlüsseln, machen wir das doch. Und dann fangen sie an zu verschlüsseln. Das hat Nachteile, das erkläre ich gleich. Und es gibt dann zusätzlich zu diesen Protokollen noch die Variante, wo man von Anfang an verschlüsselt. Dazu muss man allerdings verschiedene Ports verwenden, weil entweder ich mache das oder ich mache das, ja. Aber wenn ich kein Start-TLS verwende, muss ich eben andere Protokolle verwenden. SMTPS ist das Äquivalent zu SMTP mit Verschlüsselung von Anfang an, Server-Server, ja, hat halt diesen Port, wird aber kaum verwendet. Ja. Und wenn ich das verwende, dann brauche ich automatisch Zertifikate, PKI, muss die Schlüssel tauschen und auf die Systeme bringen. Ja. Start-TLS, da gibt es einen Nachteil. Und zwar, ich habe hier mal einen Dialog mitgeschnitten zwischen einem Client und einem Server. Ja? Oder Server-Server ist in dem Fall egal. Ja? Hier meldet sich halt der MTA und sagt, was er alles kann. Ja? Und hier steht Start-TLS in Klartext, sodass der Client oder der Server weiß, aha, der kann auch verschlüsseln. Wenn jetzt die Gegenseite sagt, ja, machen wir das doch und sagt Start-TLS, los geht's. Dann quittiert das der Server, ja, und jetzt fangen Sie an, hier SSL auszuhandeln. Wenn Sie ein nicht vertrauenswürdiges Internet verwenden, zum Beispiel das Internet, und irgendjemand dazwischen aus diesem Start-TLS einen Buchstaben entfernt oder vertauscht, dann wissen die beiden nicht, dass sie verschlüsseln können, und dann geht es im Klartext weiter. Es wurden schon Netzwerke gefunden, die Start-TLS durch Leerzeichen ersetzen. Dann weiß keiner von beiden, dass Verschlüsselung möglich ist, man kann bequem mitlesen. Ja? Das kann man auch selbst implementieren mit einem freien Access Point, weil freies WLAN ist geil. Ja? Und dann kann ich einfach munter schauen, was die da machen. Ja? Das heißt, Start-TLS ist zwar nett, wenn es geht, sollte man es vermeiden, aber man wird ganz ehrlich ohne nicht auskommen, weil entweder die Welt macht es oder sie macht es nicht. Ja? Da sie es nicht macht, ist das ein Problem. Das bringt mich jetzt zum Filtern von E-Mail und ungewollten Inhalten. Es ist normal, dass ich E-Mails durchschauen muss. Ja? Ob das jetzt ein Outsourcer macht oder ob ich das mache, ich muss gewisse Prüfungen mal durchführen. Das Einfachste, was ich zum Beispiel machen kann, um ungewollte E-Mails zu verhindern oder abzulehnen, es gibt das sogenannte SMTP Graylisting. Das bedeutet, mein MTA führt Buch über IP-Adressen oder Namen von MTAs, mit die sich schon bei ihm gemeldet haben und optional Sendern und sagt, okay, den sehe ich jetzt zum ersten Mal, den kenne ich noch gar nicht. Ich sage dem einfach, komm einfach später wieder, weil SMTP ist Store and Forward, es kann immer mal temporäre Fehlermeldungen geben und ich darf E-Mails temporär ablehnen, weil ich vielleicht gerade keinen Platz habe oder weil es gerade nicht geht. Und dann sollte ein richtig implementierter MTA
später wiederkommen und die Mail deponieren. Warum macht man das? Bestimmte Schadsoftware und bestimmte dumme Geräte, ja, sind keine MTAs. Das heißt, die haben diesen Queuing-Prozess nicht implementiert, weil sie einfach sagen, entweder ich werde die Mail gleich los oder es ist eh egal. Das sind typischerweise Mails von Schadsoftware, die kommt dann einfach kein zweites Mal. Hilft auf jeden Fall, ungewollte E-Mail zu reduzieren, hat den Nachteil, klassischer Fall, ich habe mein Passwort vergessen, ich mache ein Passwort Recovery, die Webseite sagt mir, ich habe dir gerade eine Mail geschickt, das Ding landet im Graylisting, weil mir das halt alle heiligen Zeiten nur eine Mail schickt und dann kann ich nicht sofort ein Passwort resetten, sondern erst in 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Minuten. Ja? Muss man sich überlegen, aber ich verwende es, ist eigentlich ganz praktisch. Man vergisst doch weniger Passworte. Dann gibt es noch was anderes. Es gibt momentan 326 aktive Blacklists, die MTAs nach bestimmten Kriterien listen. Das kann sein, hat Schadsoftware verschickt, hat Spam verschickt, tausend andere Kriterien. Ja? Auf multi-rbl-valley.org kann man die nachschauen und kann auch seinen eigenen Server dagegen prüfen lassen. Alle 356 abzufragen macht wenig Sinn, weil das Problem ist, das kostet Zeit, ja, und das habe ich vielleicht nicht. Und ein anderer Punkt, der jetzt noch letzter Zeit aufgekommen ist, es gibt tatsächlich Datenbanken, die eine Art Ruf der Quelle, also ein Reputation-System führen, wo man einfach sagt, okay, den Server kenne ich, der hat noch nicht so viel Spam verschickt oder gar keine, oder den kenne ich, der verschickt nur Blödsinn, ja. Und da gibt es mehrere Anbieter, die Datenbanken halten und die kann ich abfragen und kann mir dann überlegen, was ich mit der Info mache. Ja? Das zweite ist, ich kann natürlich verbotene und erlaubte Inhalte definieren. Ganz ehrlich, jeder, der sagt, naja, ich muss alle Mails empfangen können, dem glaube ich nicht. Niemand spricht mehr als 20 Sprachen aktiv. Ja? Das heißt, ich kann allein schon mal auf die Sprache filtern. Niemand braucht alle Anhänge dieser Welt, alle Dateiformate. Ja. Ich habe kein AutoCAD, ich brauche keine AutoCAD-Datei, ja. Also kann ich sie filtern, wenn ich will. Und da kann ich sehr wohl eine Art Whitelisting machen. Ja. Und dann kommt noch zu guter Letzt der klassische Antivirus-Filter, der vielleicht was bringt oder nicht. Und dann kommen noch die ganzen Spam-Filter. Ja. Ich kann mir jetzt aus dieser Liste eine beliebige Kombination heraussuchen. Ich empfehle halt nur, möglichst überall, wo es geht, ein Whitelisting zu verwenden. Geht nicht überall, aber ich kann zum Beispiel sagen, ich will haben PDF, von mir aus Doc, ODF und fertig. Ja? Das ist besser als im Trüben zu fischen und zu schauen, was könnte denn alles schief gehen. Die RBLs, die Blacklists, sind eine Vielzahl an Kriterien gebunden. Ja? Prinzipiell kann ich schauen, ob ein Server RFCs entspricht, ob das Ding schon mal Schadsoftware versendet hat, ob es BAMF versendet hat, ob das Management des Betreibers originell ist. Da gibt es schon eine eigene Blacklist von E-Mail-Providern, von großen E-Mail-Providern, die zum Beispiel davon ausgehen, dass niemand mehr außer ihnen E-Mails hostet. Und die verhalten sich auch sehr unfair anderen Mail-Servern gegenüber. Ob ich die jetzt als Blacklist aufnehme oder nicht, muss ich entscheiden. Könnte sein, dass ich dann von Gmail, Hotmail und wie sie alle heißen, keine Mails mehr kriege. Ja, das ist die Frage, ob das schlecht ist. Das Problem bei den Blacklists ist, das sind Drittanbieter, freiwillige oder kommerzielle. Wenn jemand auf einer Liste ist und mein Mail-Server von dem keine E-Mails annimmt, dann kann ich selbst die nicht von der Blacklist nehmen. Sondern das muss der Betreiber selbst machen und ob er das möchte oder nicht, das ist halt die Frage. Ja, das heißt, wenn man die einsetzt, muss man den Fall berücksichtigen, Quelle ist auf Blacklist, ich will die Mails aber haben, kann aber nichts tun, was mache ich? Und man kann die natürlich mischen, aber ich habe eben schon gesagt, das kostet Performance, weil das Problem ist, die RBLs werden über DNS propagiert, das heißt, pro RBL habe ich einen DNS-Query. Und wenn ich alle 326 eingebe, dann habe ich pro E-Mail-Empfang so und so viele DNS-Queries und das ist halt irgendwie blöd. Ja?
Was auch passieren kann, ist, dass Betreiber von RBL sagen, wir dürfen nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir werden verklagt oder verhaftet oder es geht einfach nicht mehr. Dann werden die halt deaktiviert und wenn ich dann immer noch Checks mache, mache ich die umsonst. Ja? Aber es ist eine nette Quelle. Hier habe ich noch ein Beispiel für die Senderbase. Also wer in der Senderbase mal nach dem Ruf von Mailserver nachschauen möchte, das kann man hier ein bisschen schlecht lesen, aber da gibt man einfach die Domain ein, findet dann die MXer, ja? Und kann dann schauen, wo stehen die und was haben die für einen Ruf, dann klicke ich dann da drauf und dann sehe ich hier zum Beispiel, aha, das ist dieser eine MX, der steht dann da und der hat eigentlich sich brav verhalten, der hat kaum irgendwas verschickt und der verschickt halt so und so viele Mails pro Monat, pro Tag, wie auch immer. Und die Senderbase ist relativ groß und standardisiert, die wird von Cisco verwendet, auch für die eigenen Produkte, aber die kann man frei abfragen, wenn man möchte. Ja? Ist ganz praktisch. Man sollte auch aufpassen, dass man mit seinem eigenen Mailserver da nicht irgendwie auffällt, ja? Sonst geht das schief. Zu den Inhalten. Ja? Ich kann Inhalte beliebig erlauben, blocken. Hier ist ein Beispiel aus einer Config von einem Filtersystem, was ich gerne einsetze. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber überall, wo eine Raute davor steht, das kann man getrost vergessen. Der Rest sind einfach Sammlungen von Endungen, die man vielleicht haben will oder nicht. In dem Fall ist es so zu lesen, alles, was hier draufsteht, wird vom Mailserver geblockt. Ja? Zum Beispiel Screensaver will ich keine haben, JavaScript will ich keins haben, ich will eigentlich auch hier bestimmte Formate nicht haben. Ja? Kann ich auch wieder auskommentieren, wenn ich möchte. Aber das ist ein Vorschlag für einen Blog. Ja? Das muss man abstimmen auf die eigenen E-Mail-Gewohnheiten. Weil das Problem bei E-Mail ist, jede Mailbox ist ein individueller Mix von Nachrichten. Ja? Niemand liest denselben Mix von E-Mails. Das heißt, das ist sehr individuell. Was bei mir funktioniert, funktioniert bei Ihnen nicht und umgekehrt. Ja? Aber das ist eine Möglichkeit, hier kann ich möglichst viel einfach schon von Haus aus wegwerfen. Ja? Gut, das ist so eine Übersicht, wie kann ich das jetzt implementieren? Das heißt, ich möchte jetzt das Ganze selbst machen. Was muss ich machen? Oder welche Tools gibt es da? Da gibt es ja mal eine ganze Reihe von Tools. Ja? Die Kombination, die ich hier vorschlage, ist der Postfix als MTA, der kann extrem viel, ist auch sehr leicht zu konfigurieren. Es gibt einen Filter namens Postgrave für das Graylisting, der hat eine eigene Datenbank, wo er einfach mitführt, wie lange halte ich bekannte MTAs vor. Ja. Für diese ganzen Mailbox-Access-Geschichten empfehle ich den Dovecot Mail Server, der ist von Haus aus sehr gut programmiert. Der Developer hat auf Secure Design Wert gelegt und der kann das auch recht gut. Ja? Der ist sehr selten in den Nachrichten mit Bugs und der kann im Prinzip IMAP, POP3, Local Delivery, Authentication plus Filter-Plugins. Ja? Sehr nett. Für generelles Filtering nehme ich den Amorphis Daemon. Ja? Der kann E-Mails auf Inhalt überprüfen, kann auch Virus- und Spamfilter aufrufen. Ja? Der kann auch, wenn zum Beispiel Tools installiert sind, wie TAR und LZA und RAR, UNRAR und ZIP und ANZIP, kann der auch in Archive reinschauen, kann sich das alles anschauen, kann das Filtern zur Verfügung stellen und die können dann sagen, ja, nein, abbrechen. Ja? Als Spamfilter verwende ich ganz gerne den Spam Assassin. Wenn Sie mehr User haben oder mehr Bedarf an Analyse von Spams, der D-Spam ist ein ganz tolles Tool, um E-Mails statistisch zu filtern. Der hat tolle Algorithmen. Ja. Der Nachteil ist halt, aber das müssen wir bei beiden machen, man muss die mal mit bekannten Spams und bekannten echten E-Mails trainieren und dann können die eigentlich recht gut arbeiten. Ja. Nachdem das Ganze auf der Kommandozeile hier passiert, will ich vielleicht auch irgendwie ein Frontend haben, um das Ganze schön zu administrieren. Da bietet sich der Postfix-Admin an, das ist ein PHP-Frontend, der die Config in eine Datenbank schreibt und der Dovecot und Postfix, die schauen dann danach und holen sich dann die Infos raus. Ja? Aber das ist alles freie Software und nicht vergessen, der Postfix ist ein High-Performance-Mail-Server, der, wenn man es genau nimmt, von IBM ist. Ja, ein IBM-Mitarbeiter hat ihn geschrieben für High-Performance-E-Mail.
Ja, man ist da wirklich auf der sicheren Seite. Wie schaut das dann aus? Schematisch. Hier schickt jemand eine Mail über eine MTA. Im DNS werden die beiden verbunden. Das ist meine MTA. Der schaut dann nach Filter, Schadsoftware, kann ich dem trauen oder nicht, wirft das in meine Mailbox und dann wird das Ganze abgeholt. Ja? Praktisch schaut meine Seite dann aber so aus, ja? Die Mails kommen über SMTP rein, der Postfix macht mal eine Reihe von Plausibilitätschecks, bestimmte Dinge kann man schon erkennen am Umschlag, dann kann ich die Mails schon ablehnen, dann schaut er im Postgre nach, auf RBLs, wenn da alles okay ist, kommt die Mail erst zur inhaltlichen Prüfung, durch die Plugins, ich nehme zum Beispiel den KlammerV als Antivirusfilter, weil Antivirusfilter sind sowieso nur Münzwurf, ja, kann ich eigentlich irgendeinen Hersteller nehmen. Wenn das alles okay ist, kommt das Ganze an den Local Delivery Agent vom DovCod in mein E-Mail Storage und der stellt es mir dann zur Verfügung. Ja. So kann ich das Ganze aufbauen und das kann man relativ gut installieren. Wenn man das macht, ja, meine Empfehlung dafür, ich verwende sehr gern Debian, neuerdings, wenn es bald stable ist, auch Devuan, das ist Debian ohne Systemd, das hat sehr viele Vorteile. Was man noch braucht, ist die Datenbank, das kann eine MySQL oder MariaDB sein, der Postfix-Admin, dem ist es egal, den Tools auch. Der Postfix dockt den Postgre in den Amorphis-D an, ja. Mit sogenannten SQL-Maps kann ich dem Postfix sagen, für die Config schau in einer MySQL-Datenbank nach. Ja. Und der Postfix kann fast beliebige Anbindungen, ich kann auch in LDAP nachschauen, ich kann andere Lookup-Table machen. Ja. Und die Anti-Relay- und Content-Checks, die hardcoded sind, die kann auch der Postfix übernehmen. Den DovCod, ich würde POP3 nicht mehr verwenden, das war mal, das braucht man eigentlich mittlerweile kaum mehr. Ja. Ich würde generell nur IMAP und IMAP-S konfigurieren, wenn es geht nur IMAP-S, aus bekannten Gründen mit Start-TLS. Und wie ich jetzt die Mails aufhebe, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber Default ist meistens ein sogenanntes Mail-Dir-Format. Da haben Sie pro Ordner in Ihrer Mailbox ein Verzeichnis und die Mails als einzelne Files im Verzeichnis. Das ist sehr gut für Lookups zum Speichern. Und auch der DovCod kann wie der Postfix für die User-Database die SQL-Anbindung vom Postfix-Admin verwenden und dann kann der da nachschauen. Ja? Ich habe dann auch den KlammerV-Antivirus-Filter schon erwähnt, der ist relativ wartungsarm. Beim Spam-Assessing, der hierüber eingebunden wird, müssen Sie sich noch überlegen, welche Checks wie viel Score haben sollen. Ich strafe zum Beispiel HTML-Mails sehr stark ab, wenn mich die nicht interessieren. Ja? Die möchte ich gar nicht lesen. Ist vielleicht bei Ihnen anders, aber das kann man sehr gut einstellen. Ja, die Konfigurationsdateien, die Sie editieren müssen, ich gebe Ihnen jetzt hier nur mal die Übersicht, ich erkläre Ihnen gleich warum. Die Config, die ich jetzt erwähnt habe, befindet sich in den folgenden Config-Dateien. Sie haben alles vom Postfix in etc-postfix, Amorphis alles in etc-amorphis und dann in etc-dovcat den Rest. Ja. Sie haben da oben die Master-Config und die Main-Config von Postfix. Da steht drin, wo wird was nachgeschaut und welchen Weg nehmen die Mails durch das ganze System. Ja? Also wo gehen sie hin, wenn sie angenommen werden, wo werden sie hineininjiziert zum Testen und wie kommen sie wieder zurück. Sie brauchen, und das empfehle ich Ihnen, TLS, das heißt, Sie brauchen ein X509-Zertifikat mit Key. Ja? Und ich empfehle Ihnen gleich, die Diffie-Hellman 1024 Parameter gar nicht zu konfigurieren, sondern gleich 2048 Bit selbst generieren. Ja? Dann haben Sie mal TLS auf der Seite. Diese Config kann auch der DovCod nutzen. Sie können dasselbe Zertifikat verwenden. Das sind die MySQL Lookup Tables. Das heißt, da steht die Config drin. Log dich da ein, suche in der Tabelle folgende Info heraus. Und ich hatte schon erwähnt, im Postfix ist es hardcoded ein paar Sachen. Ich kann zum Beispiel Empfänger blacklisten und Sender blacklisten, wie ich möchte. Da habe ich mal ein paar Default-Configs drin. Sie finden bei Amorphis alles in der Conf.d. Da brauchen Sie auch nur das File mit der Version, also mit der Nummer 20. Da steht alles drin, was Sie brauchen. Ja.
Beim DAF-Code müssen Sie eigentlich nur sagen, okay, die Master-Config, welche Ports, IMAP, POP3 oder nicht, IMAP, IMAPS haben wir gesagt. Sie müssen die SQL-Anbindung machen und dann eben noch konfigurieren, wo sind die Mailboxen per Pfad am Server, wo ist SSL, wo ist das Zertifikat und der Schlüssel, ja. Und in der Master-Config stehen noch ein paar Dinge, wo Sie unter Umständen auch Plugins machen können. Also im Prinzip kann der DAF-Code zum Beispiel auch mit einem Index-Plugin die Mailbox indizieren, dann tut sich der Client leichter mit E-Mails finden. Ja? Das ist so ziemlich alles, was Sie editieren müssen. Jetzt ist die Preisfrage, wie mache ich das? Und ich habe gesagt, ich wollte hier nur ein Konzept vorstellen. Diese ganzen Files kommen in ein Repository. Der Link ist hier im PDF drin. Ja. Die Idee ist, dass sich das Ding möglichst automatisch weitgehend installiert, Ihnen die Config-Dateien vorkonfiguriert drauf gibt. Sie müssen natürlich den Schlüssel und das Zertifikat selbst besorgen. Das kann ich Ihnen nicht geben, sonst können Sie es gleich zu Gmail geben. Und dann haben Sie einen fertigen Mail-Server. Ja. Was hier jetzt noch fehlt, ist der Postfix-Admin. Der braucht im Prinzip nur einen Apache-Webserver mit PHP. Braucht ein Verzeichnis, da kommt er dann rein und dann können Sie ihn administrieren. Das heißt, das fehlt hier theoretisch noch. Aber das ist im Prinzip eine einfache Methode, mal das Grundgerüst zu haben. Es wird dann kompliziert, weil Sie die ganzen anderen Sachen konfigurieren müssen. Ja. Was heißt das jetzt für uns? Also erstens mal, E-Mail ist mehr als nur der Mail-Client und der Mail-Server. Da sind sehr viele Komponenten involviert, die eine Rolle spielen. Das eigene Hosting lässt sich sehr genau auf die Bedürfnisse abstimmen. Ja? Und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, wir betreiben seit 20 Jahren E-Mail-Infrastruktur für unseren Kunden. Wir haben mit dem Sendmail angefangen, sind auf den Postfix umgestiegen, weil er einfacher zu konfigurieren ist. Und diese Abstimmung, das ist genau der Punkt, wo man große Provider schlagen kann. Ja, weil E-Mail ist sehr individuell und was für Gmail, Hotmail und andere funktioniert, funktioniert vielleicht für mich nicht und umgekehrt. Eins muss man bei E-Mail bedenken, wenn ich den Transportweg absichern möchte, muss ich das weltweit machen. Ja? Das heißt, ich bin ja von anderen Mail-Servern abhängig. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich will einen völlig sicheren E-Mail-Weg haben, Transportweg, dann muss ich das weltweit implementieren. Das heißt, ich muss immer im Hinterkopf behalten, das wird nie passieren. Es gibt auch Länder, wo das gar nicht gewollt ist. Ja. Bedeutet, der Transportweg, der ist einmal gefährlich, aber das ist im Internet alles. Ja. Das heißt, wenn ich da sichere Kommunikation will, dann muss ich zumindest den Inhalt verschlüsseln. Es gibt noch ein paar andere Strategien, ja, die ich jetzt hier betrachten kann, ja, aber da muss man aufpassen. Und was ich jetzt absichtlich rausgelassen habe, ja, also man kann jetzt zum Beispiel aus DNSSEC noch einen Vortrag machen, aus wie ich jetzt DNS mit SMTP verheirate und das Ganze absichere. Ich könnte Tage über Spam-Abwehr reden, ich könnte jetzt auch Tage noch über Verschlüsselung des Inhalts reden. Das sind Sachen, die kann ich aber immer dann draufsetzen auf meine Infrastruktur. Mir geht es jetzt nur mal um die Basis, ja. Und das ist das Repository, wo die Config-Dateien drin sind. Spoiler Alert, noch ist es leer, ja, weil das Ansible Playbook hat noch einen Bug, den ich rausgeben muss. Und was Sie dann bekommen, sind mal die Defaults, exklusive Postfix-Admin. Ja. Aber das ist mal ein guter Startpunkt. Sobald das Ding voll ist, da steht dann noch ein README drin, wo man dann sehen kann, okay, was wird alles installiert, warum, ja, und wie geht es dann weiter. Aber ich möchte einfach, wenn jetzt jemand ausprobieren will, ich möchte jetzt mal allen ersparen, durch die ganzen Config-Files zu steigen und die richtigen Stellen zu finden. Ja. Dann hat man mal eine Konfiguration, mit der man arbeiten kann und den Rest kann man sich ja dann in Ruhe anschauen. Aber das ist die Idee des Ganzen. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen dazu? Ja? Ich werde es wiederholen. Zwei Fragen. Ich glaube, ich habe das, wenn ich das richtig im Kopf habe, funktioniert das DKIM-System, aber nur über DNSSEC. Das DKIM-System funktioniert sowohl über DNS als auch über DNSSEC. Weil es geht ja nur darum, Zertifikate zu prüfen. Das ist,
Unterschriften und das kann ich mit den publizierten öffentlichen Zertifikaten auch machen. Gibt es ja bei HTTP und HTTPS einfach so einen Header seit neuerdings, dass man mitschicken kann, wie wir reden, immer mit über SSL-Verschlüsselung. Gibt es eine ähnliche Strategie auch bei E-Mail, dass ich sage, wenn ich diesen DNS-Record setze, dann versuche ich immer eine SSL-Verbindung aufzubauen, auch wenn jetzt plötzlich im Internet meint, kann ich nicht. Ja, die Frage war, wie ich TLS absichere, weil bei HTTPS kann ich ja zum Beispiel sagen, TLS immer sprechen, wenn du mit mir redest. Die Implementation bei HTTPS geht über HTTP-Header, die Hinweise geben, und die gibt es bei SMTP oder IMAP nicht. Ja? Das heißt, da kann ich sowas nicht machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der MTA-Code zum Beispiel, wenn er auf Port 25 nicht weiterkommt, Port 465 versucht, ja. Aber ich glaube, man kann das im Postfix sagen, probier erst das und wenn das nicht klappt, das ist andere. So könnte man das lösen. Ja. Aber wie gesagt, das ist schwer, weil ich muss ja mit MTAs reden, die alle möglichen Konfigurationen haben. Und es gibt haufenweise MTAs im Internet, die Verschlüsselung gar nicht unterstützen. Ja. Und da komme ich dann einfach nicht weiter. Weitere Fragen? Oder Leidensberichte, Erfahrungsberichte. Ja. Simple Frage. Der erste Vortrag, den ich habe, die Unterlagen oder zum Beispiel den Link und so, wie kommt. Also die Unterlagen, die werden publiziert, weißt du das, Robert? Also ich nehme an, ja, wenn nicht, aber das hilft jetzt natürlich niemandem. Weil, wenn es nicht publiziert wird, es gibt ja auch einen Kontakt von mir, ja, man kann die auch direkt von mir bekommen, die PDFs, ja. Wenn nicht, dann packe ich es vielleicht noch ins Git Repository, wenn sich Leute ein bisschen ärgern über das 7MB-Checkout, aber mal schauen, ja. Aber da kann man auf jeden Fall mich kontaktieren und ich kann das gerne weiterleiten. Gut, noch weitere Fragen? Und danke sehr. So, meine Zeit schien der Frage, die mir jetzt zu spät eingefallen ist. Der Ausgangspunkt war ja, ich soll mich mit meiner Kommunikationsinfrastruktur nicht jemandem anvertrauen, den ich nicht kenne. Das heißt, es ist besser, keine Massenanbieter zu verwenden, um meine Mail-Korrespondenz zu erledigen, sondern das selber zu machen. Die wenigsten von uns haben jetzt einen Serverraum zu Hause, ja, und müssen sich damit also eine Ebene drunter in der ganzen Plattformhierarchie wieder jemandem anvertrauen. Ja. Ich verwende von diesem einen großen deutschen relativ billigen Hoster einen Root-Server, habe aber nach mehreren Erfahrungen dort mir immer wieder mal die Frage gestellt, weiß ich eigentlich wirklich, was dort los ist? Und das heißt, solange ich die Infrastruktur nicht wirklich bis zum Blech runter in die Hand nehmen kann, ja, verschiebe ich mein Vertrauen ja in dem Fall nur um eine Ebene im Stack nach unten. Also das Gemeine ist bei dieser Überlegung, ja, man verschiebt sein Vertrauen prinzipiell, weil wenn ich jetzt eine physische Hardware nehme, ja, dann bin ich mal angewiesen auf die tollen, talentierten BIOS-Schreiber aus Fernost, ja, die sicher keine Fehler machen und wo auch nie was passiert. Wenn ich da mal drüber bin, dann komme ich beim Betriebssystem an, weil ich mag freie Software, aber ich habe auch schon Code gelesen. Ja, ja gut. Ja. Das heißt, das Problem kann ich nicht lösen durch einen eigenen E-Mail-Server. Und die Cloud ist natürlich eine zweischneidige Sache. Natürlich wird niemand dann jetzt hergehen, sich einen Server kaufen, in den Keller stellen, neben die Tiefkühltruhe und sagen, so, das war's jetzt. Das heißt, sobald ich eine Cloud-Plattform nehme, bin ich ja wieder beim Cloud-Anbieter, den ich nicht kenne. Ja. Und ganz ehrlich, das muss ich auch sagen, obwohl ich diesen Setup mag, wenn jetzt das Ding bei Amazon läuft, brauche ich es eigentlich nicht. Ja? Dann kann ich gleich einen Anbieter nehmen und kann darauf verzichten. Mit dem Unterschied, dass ich dann zum Beispiel die Filter nicht genau einstellen kann. Ja? Also vielleicht sage ich, okay, ich habe es noch nicht probiert, aber wenn ich zum Beispiel Gmail, GMX oder Microsoft sage, ich hätte doch gern von den 326 RBLs die folgenden 5, ja, können wir die konfigurieren? Sagen die, nein, das geht lieber nicht. Ja.
Das heißt, darum, da kann man dann was tun oder auch nicht. Aber der Rest ist eigentlich eine Sache für die Bedrohungsanalyse. Und da habe ich zufälligerweise einen Vortrag bei der Lebenswoche in Wien am 5. Mai oder am 4. über Bedrohungsanalyse, wie man eigentlich richtig vorgeht und sich auch solche Überlegungen macht. Ja. Aber ich gebe dir recht, mein Vertrauen muss ich irgendwo mal abgeben, es sei denn, ich löte meine Chips selbst. Ja. Nur ist die Frage, wie weit gehe ich? Ja. Und mit dem Ding habe ich das volle Spektrum und ansonsten habe ich nur einen Teil der Möglichkeiten. Vielleicht auch eine Antwort aus meiner Sicht, weil ich sowas auch Ähnliches verwende. Mein E-Mail ist für mich nichts irgendwie, was ich jetzt für einen Tag oder eine Woche habe. Ich habe E-Mails der letzten 15 Jahre bei mir archiviert und die werde ich jetzt sicher nicht irgendwo auf einen Cloud-Server hochladen. Das ist mir viel zu langfristiges Gut, das einfach gut untergebracht gehört. Und by the way, es gibt heute so kleine und billige Server. Meiner braucht 8 Watt. Warum? That's it. Also wenn man es selbst betreiben möchte, man kann. Natürlich. Wie hoch verfügbar ist deine Infrastruktur zu Hause? Die Frage war, wie hoch verfügbar das ist. Mein Designkriterium ist nicht, ob es jetzt unmittelbar hoch verfügbar ist. Wenn ich mal am Tag keine E-Mail habe, werde ich das aushalten. Aber ich hätte gern sie in 15 Jahren noch verfügbar, das verstehe ich. Ausdruck? Nein, Ausdruck? Nee. Eben genau nicht. Backup-Strategie? Ja. Noch Fragen? Naja, also ich habe jetzt eh lauter Daten, die ich hier sehe. Die Frage ist ja, wie viele Leute haben zu Hause eine ausreichende Infrastruktur, um das zu machen? Da brauchst du ein Business-Account oder zumindest eine feste IP-Adresse und schon noch ein bisschen was mehr, um den daheim zu betreiben. Also für normale Benutzer, ich rede jetzt nicht von uns, die wir vielleicht die andere Infrastruktur auch noch haben. Ja, also ich habe uns auch gesagt, dass jeder, der nicht mehr kommt. Was? Der Mikro hört. Du hörst mein Mikro nicht. Ja, nein, aber ich habe ja nicht gesagt, dass jeder, der einen E-Mail-Account hat, sich in einen Server einstellen soll. Ja? Und die Geschichte wegen Anbindung hochverfügbar. Man muss natürlich wegen DNS und Publikation der MTAs fixe IP-Adressen haben. Man kann aber auch zum Beispiel mehrere IP-Adressen publizieren. Ja? Und man hat dann zum Beispiel einen Hochverfügbarkeitsserver in Anführungszeichen woanders und der Hauptserver, der vielleicht nicht immer online ist, wo auch immer, ja, und die E-Mails kommen dann schon zu mir. Und was halt viele nicht ganz verstehen ist, E-Mail ist keine Instant-Messaging-Infrastruktur, weil ich habe es schon oft erlebt, gerade bei mir, weil ich Graylisting habe, dann hast du die E-Mail schon bekommen. Sag ich, es ist E-Mail, warum habe ich die jetzt schon bekommen? Ja? Ich kriege die schon, ja, weil ich kriege ja die Post auch nur einmal am Tag. Ja? Wieso soll ich E-Mail öfter kriegen? Ja? Und das ist halt ein anderes Medium. Und ich meine, das ist ja auch die Sache, ich habe auch schon Kollegen erlebt, ja, Leute schreiben mich an, weil ein Server ausfällt, per E-Mail. So, ich weiß, was ein Telefon ist. Ja? Sorry, E-Mail lese ich halt nicht dauernd. Ja? Ist halt kein Instant Messaging. Dafür gibt es andere Quellen. Das heißt, man muss sich auch überlegen, was will ich damit eigentlich haben? Und dann relativiert sich auch wieder der Standort eines E-Mail-Servers. Ja? Und streng genommen, 64 Kilobit reicht für einen E-Mail-Server. Dauert halt, aber es geht. Ja? Gut. Okay. Ja. Also, ja, ne? Ist mir noch zum E-Mail-Server at home. Ja. Der Provider 3 schreibt im Moment seine Kunden an und informiert sie, dass sie ihre E-Mail-Client zustellen müssen, weil sie den Port 25 bald nicht mehr verwenden können. Ich glaube, ab Mai. Ja. Wegen einer gesetzlichen Änderung, ohne genaue Angabe von Paragraphen, Gesetz und so weiter. Ich habe kurz recherchiert, mir war es dann so langweilig. Nein, ich habe die E-Mail auch bekommen. Also Hintergrund ist, Provider schreiben die Leute jetzt an, wegen Port 25 wird gesperrt für Clients. Das machen ja Hotspot-Betreiber in WLAN schon länger. Ja? Und ich nehme mal an, dass das Telekommunikationsgesetz da irgendwo dahinter steckt oder wie auch immer. Ja? Im Zweifelsfall ist es eine Terrorwarnung. Ja? Aber die Sache ist, der Port 25 ist sowieso für Clients nicht gedacht. Ja? Und die wenigsten Leute rennen mit einem Mail-Server in der Tasche herum, der über SIM Mail konfiguriert. Ja? Ja, aber
Ja. Du hast deine Dimension reinschrieben? Ja, schon, aber nicht auf Port 25. Ja, aber du empfängst E-Mail als NTP von anderen Dienstleistern, wenn ich dir eine E-Mail schicken würde. Nein. Nein. Diese E-Mail, ja, wegen Port 25, den. Die E-Mails, ja, diese Port 25-Geschichte, ich habe die bisher nur von Mobilfunkern bekommen, also eigentlich nur von drei. Ja. Ich glaube nicht, dass normale ISPs das machen werden. Weil wozu? Ja, entweder ich habe jetzt alle Ports oder keins, dann will ich auch billiger sein beim Internet. Ja. Ich glaube, das hat irgendwie was mit Telekommunikationsgesetz zu tun, ich muss die auch recherchieren. Ja? Ja, eher wahrscheinlich was so kurzfristig geht, jetzt werden wir das kurz mal machen. Weiß nicht mehr, ob es ein Laufüber gibt, der hat ja sofort über Port 25 rausgeschickt, der hat damals ja ein Service-Info für Port 25 umgeändert. Mhm. Darum weiß ich es, ich habe mindestens 50 Anrufe am Tag deswegen bekommen. Und aber kurze Zeit auf jeden Fall Port 25 auch gesperrt im Tele2-Netz. Also das kann schon mal passieren im Sinne von Schadsoftware verbreitet sich, ja, weil die Frage war jetzt immer noch Port 25 blocken oder nicht. Es kann natürlich sein, dass zum Beispiel normale Internetanschlüsse, in Anführungszeichen, die keine Server haben, ja, dass da halt einfach ein Virus sagt, na, ich tue jetzt so, zeige ich einer und schicke Mails raus. Dann kann es sein, dass der ISP da mal einhakt, aber eigentlich sollte er das nicht. Und umgekehrt sollte auch die Heimfirewall den Port 25 richtig handhaben, also sprich irgendwie filtern oder anschauen. Und wie gesagt, ich nehme mal an, das liegt vielleicht am Medium Funk oder SIM-Karte oder wie auch immer, ja. Aber ich glaube nicht, dass der normale Internetanschluss reguliert wird, weil dann müsste man ja auch andere Ports sperren. Ja. Das heißt, dann müsste ich ja nicht sagen, okay, hier ist der Internettarif, sondern ich, okay, wie viele Ports kriege ich für wie viel Geld, ja. Das ist jetzt die Frage. Ja. Ich meine, es gibt Internetanschlüsse oder User, die brauchen nur Port 80 oder 443. Ja. Wäre ein interessantes Geschäftsmodell, Internet portweise zu verkaufen. Ja. Aber ich rechne mal nicht damit und ich glaube, das hat irgendwas mit Mobilfunk zu tun. Ja.